Wichtige Änderungen für Rentner ab 2026. Der geliebte Führerschein und Personalausweis wird langsam abgeschafft. Er ist bald nur noch digital verfügbar. Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, es gibt wirklich wichtige Änderungen ab dem Jahr 2026. Das betrifft wirklich unser gemeinsames, gesamtes Leben aller deutschen Staatsbürger. Es stehen wirklich echte, wichtige Änderungen an, die für uns wirklich einen massiven Eingriff in unser Leben bedeuten. Stellen Sie sich bitte vor, ein Leben ohne Führerschein und Personalausweis. Der Personalausweis öffnet uns ja alle Türen auf dieser Welt. Ja, also wir können mit dem Personalausweis reisen, de facto fast wohin wir wollen. Sicherlich in bestimmten Ländern brauchen wir auch noch Visum und andere Dokumente. Aber in der Europäischen Union zum Beispiel können wir mit dem Personalausweis reisen. Da brauchen wir also keinen Reisepass. Wir können Behördengänge praktisch machen. Wir können unsere Identitäten nachweisen. Der Führerschein bietet uns auch große Flexibilität. Wir haben dann die Möglichkeit, können mit dem Motorrad oder mit dem Auto fahren oder meinetwegen dann auch mit dem LKW, wer dann einen LKW-Führerschein braucht. Ja, und all das, meine Damen und Herren, steht ab 2026 echt vor dem Aus. Vor allen Dingen Rentnerinnen und Rentner sind davon betroffen, weil wir wissen es ja, das ältere Semester hat es immer etwas schwerer, sich in der digitalen Online-Welt zurechtzufinden. Und ich habe da einen interessanten Artikel gesehen in der Online-Ausgabe des Karlsruher Insiders. Und dort gab der Karlsruher Insider mir einen wichtigen Hinweis auf das sogenannte EUD-Wallet. Ich komme gleich dazu, was das ist. Und der Führerschein, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen, der Personalausweis, wird genauso wie das Bargeld bald ein Relikt der Vergangenheit sein. Das heißt also, wir werden uns alle darauf einstellen müssen, dass wir diesen physischen, diese Karte, diese, die man in der Hand hält, diese Plastikkarte, dann das Geld, was man in der Hand hat und all diese Dinge, das wird es bald nicht mehr geben und wir müssen uns darauf einstellen, dass es so ist. Und glauben Sie mir bitte eins, vor 20 Jahren, als das Smartphone eingeführt worden ist, konnte niemand ahnen oder kaum einer von uns ahnen, was das bedeutete, denn das ist praktisch im Grunde genommen eine wahnsinnstechnische Revolution gewesen, die uns die Türen zur Welt geöffnet hat und vieles für uns einfacher gemacht hat. Ja? Denken Sie bitte daran, jeden Tag, das kriegen Sie vielleicht schon gar nicht mehr mit, schauen Sie sich zum Beispiel meine Videos an. Sie buchen Reisen online. Sie bezahlen über PayPal und andere Bezahlsysteme mit Ihrer Kreditkarte und vieles anderes mehr. Ganz ehrlich, wann haben Sie denn das letzte Mal einen wirklich echten Brief geschrieben oder wann haben Sie zum Beispiel einen Antrag gestellt bei einer Behörde? Das läuft heute vielfach alles online. Versicherungen zum Beispiel schließen wir alle, fast alle nur noch online ab. Kfz-Versicherungen, Hausratversicherungen und alles solche Dinge, die wichtig sind für uns, die werden online abgeschlossen. Ja, oder Autokauf zum Beispiel. Wäre vor 20 oder 30 Jahren undenkbar gewesen, dass wir heute zum Beispiel online Autos kaufen oder Motorräder kaufen. Das sind alles Dinge, die sind unglaublich. Wir gucken uns das alles an, sehen die Bilder, werden animiert zum Kauf und dann legen wir los. Wir mieten Wohnungen im Ausland an, alles online. Und all das, meine Damen und Herren, ist klar, bedarf natürlich einer Identität. Und diese Identität, die haben wir in Form dieser Plastikkarte, unserem Personalausweis oder eben auch dann den Führerschein, wenn wir zum Beispiel im Ausland oder in Deutschland ein Auto anmieten oder ein Auto kaufen wollen. Ja, meine Damen und Herren, und was passiert ab 2026? Das sogenannte EUD-Wallet kommt. Das EUD-Wallet ist nichts anderes als eine digitale Brieftasche. Da gibt es eine europäische Verordnung, die schreibt das vor, dass jedes EU-Land muss seinen Bürgern es ermöglichen, auf dem Handy eine elektronische Identität, den Führerschein, Vertragsschluss und Bezahlung anzubieten. Die Welt der totalen Digitalisierung, meine Damen und Herren, wird kommen, ob wir wollen oder nicht. Wir merken es ja jetzt schon, Bargeld verschwindet immer mehr aus unserem Leben. Und der Führerschein und der Personalausweis, alles diese Dokumente, die wir immer bei uns tragen,
die wird es auf lange Sicht nicht mehr geben. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen und damit müssen sich selbstverständlich auch unsere wertvollen und geliebten Rentnerinnen und Rentner in Deutschland auch auseinandersetzen. Ich will Ihnen keine Angst machen, aber es ist die Realität. Das wird so kommen. Das ist eine gewaltige Umstellung für uns alle. Wir nehmen dann sozusagen unser Handy und auf unserem Handy, auf unserem Smartphone befindet sich dann unser gesamtes Leben, meine Damen und Herren. Alle Ausweise. Was denken Sie, was Sie dann alles machen können, was Sie dort für Vorteile auch über das EUDI-Wallet, über die digitale Brieftasche, die ab 2026 kommen soll, dann haben? Sie können Führerschein, Personalausweis digital speichern. Sie können Bankkonten eröffnen. Sie können SIM-Karten für die Handynutzung registrieren. Ja, also ich habe zum Beispiel bei meinem Handy auch schon eine elektronische SIM-Karte. Also nicht mal dieses blaste Ding, sondern das ist praktisch also eine Software, die eine SIM-Karte abbildet bei mir. So, Sie können mit der EUDI-Wallet rechtssicher Verträge abschließen. Sie können elektronische Gesundheitsdienste nutzen. Sie können Zahlungen digital freigeben, was wir natürlich heute auch schon können. Ja, so, Sie können Ihre Identität nachweisen, Sie können sich an einer Hochschule anmelden, Sie können Steuererklärung abgeben und vieles mehr. Natürlich haben wir auch ein Problem mit der EUDI-Wallet, das ist der Datenschutz, aber daran arbeiten die entsprechenden Datenschützer der Europäischen Union. Und meine Damen und Herren, wir haben auch vor 30, vor 20 Jahren auch immer was zum Datenschutz zu meckern gehabt, aber letzten Endes, wir konnten nichts aufhalten, wir konnten die Entwicklung nicht aufhalten und ich verspreche Ihnen eins, das EUDI-Wallet kommt und damit werden wir alle unsere Führerscheine und Personalausweise für die Zukunft auch verlieren. Sie werden dann als Übergangsphase vielleicht noch rechtlich möglich sein, aber irgendwann mal ist auch damit Schluss, genauso wie das Bargeld auch eines Tages in absehbarer Zeit nicht mehr als Zahlungsmittel gelten wird. Ja, meine Damen und Herren, ich will Ihnen keine Angst machen. Das ist ein Schritt in die nächste totale Digitalisierung. Das betrifft also nicht nur Rentnerinnen und Rentner, sondern eben alle in Europa. Und das Ende des Bargeldes, so wie ich es schon gesagt habe, wird kommen. Und der nächste Schritt wird aufgemacht in das Tor der Weite der Digitalisierung über das EUDI-Wallet, das nennt sich in der Fachsprache European Digital Identity Wallet. Und genau dieses Wallet wird für Sie als große Chance kommen, Ihre persönliche digitale Brieftasche, in der Sie dann Ihren Führerschein, Ihren Personalausweis und anderes abspeichern können, rechtssicher abspeichern können. Und dann müssen Sie eben nur noch Ihr Handy mitnehmen und nicht mehr Ihre Brieftasche. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.